zwei gern verglichene Produkte, das OnePlus 9 und das OnePlus 8 Pro. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Fakten von beiden Produkten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr einen Gewinner. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Design. In der Kategorie Design gewinnt das OnePlus 8 Pro eindeutig mit 86 zu 38 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: ist staub- und wasserdicht, Spritzwasserfestigkeit und 0,2 mm dünner. Das OnePlus 9 kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 7 Gramm leichter, 0,2 mm schmaler, 5,3 mm kürzer und 1,2% geringeres Volumen. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm ist das OnePlus 8 Pro mit 83 zu 74 Punkten deutlich vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 28% höhere Pixeldichte, 1,8-fach höhere Auflösung, 3,5% größere Bildschirmgröße und hat ein gekrümmtes Display. Das OnePlus 9 hat auch etwas vorzuweisen mit folgenden Vorteil: hat ein Display für HDR10+. Leistung. Im Bereich Leistung gewinnt das OnePlus 8 Pro eindeutig mit 94 zu 84 Punkten. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: hat AES und nutzt HMP. Das OnePlus 9 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 2 Nanometer kleinere Halbleitergröße, 450 MHz höhere Arbeitsspeichergeschwindigkeit, 10,2 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite und 29% höheres Benchmark-Ergebnis. Kameras. Im Bereich Kameras gewinnt das OnePlus 8 Pro haarscharf mit 80 zu 79 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 9% mehr Megapixel der Hauptkamera, verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor, BSI, es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung und 16,7% größere Blendenöffnung bei minimaler Brennweite der Frontkamera. Das OnePlus 9 kann auch punkten und folgenden Vorteil: es bietet eine manuelle Einstellung des Verstärkungswertes. Audio. Im Bereich Audio gewinnt das OnePlus 9 eindeutig mit 67 zu 42 Punkten. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil: hat ein Radio. Akku. Bei der Kategorie Akku gewinnt das OnePlus 8 Pro eindeutig mit 95 zu 72 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 0,2% mehr Akkuleistung und kann andere Geräte kabellos aufladen, Reverse Wireless Charging. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften gewinnt das OnePlus 9 eindeutig mit 99 zu 87 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 6,2-fach schnellere Downloads, 0,1 Versionspunkte neuere Bluetooth-Version, 20-fach schnellere Uploads, unterstützt ANT+, hat einen Infrarotsensor, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung und hat einen Iris-Scanner. Ergebnis. In der Gesamtwertung liegt das OnePlus 8 Pro mit 95 deutlich vor dem OnePlus 9 mit 89 Punkten. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Geräte unter dem Video verlinkt. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produkteigenschaften gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte jetzt in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen unbedingt wissen, für welches Gerät ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.